Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem ganz besonderen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Zum einen beschäftigen wir uns mit der Hyäne Shenzi und im Anschluss gibt es ein kurzes Interview mit ihrer deutschen Stimme aus dem Film von 1994, Hella von Sinnen. By the way, möchte ich hier auch gleich die Gelegenheit nutzen, mich nochmal bei Hella von Sinnen bedanken, dass sie sich die Zeit genommen hat, mir meine Fragen zu beantworten. Bevor wir allerdings hier weitermachen, möchte ich euch noch kurz darauf aufmerksam machen, dass ich in der Videobeschreibung die Playlist mit meinen gesamten König der Löwen-Videos verlinkt habe und ihr die gerne abchecken könnt. Außerdem gibt es zurzeit auf meinem Kanal täglich Livestreams am Abend, bei denen ich die Seiten für meine Fanfortsetzungen zeichne. Aber nun genug der Eigenwerbung und starten wir los mit dem heutigen Video. Shenzi ist eine Tüpfelhyäne, die by the way auch die größte Hyänenart ist, die es gibt. Den Namen Tüpfelhyäne verdanken sie ihrem gefleckten Fell. Sie können bis zu 12 Jahre alt werden und sind zwischen 70 und 92 cm hoch und zwischen 95 und 170 cm lang. Shenzi lebte zur Zeit des ersten Teils mit Ed und Banzai und einigen anderen Hyänen auf einem Elefantenfriedhof. Wo sie allerdings während des zweiten Teils leben, ist unbekannt. Soviel zu den uns bekannten Fakten aus dem Zeichentrickfilm. In der Realverfilmung von 2019 sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Während Shenzi und die anderen Hyänen in dem Zeichentrickfilm einzig und allein Scars Handlanger spielen, ist Shenzi in der Realverfilmung die eigentliche Anführerin der Hyänen. Zusammen beispielsweise auch, dass Scar die Hyänen erst überzeugen musste, ihm zu helfen. Es rangen sich aber auch einige Fantheorien um Shenzi. So glauben manche, dass Banzai und Ed ihre Geschwister sind. Andere wiederum glauben, dass sie die Mutter von Asante, die wir aus dem Hörspiel Freunde fürs Leben kennen, oder Janja oder Yasiri, die wir aus der Garde der Löwen kennen, ist. Der Name Shenzi bedeutet grob oder auch wild. So Leute, kommen wir jetzt zum Interview mit Hella von Sinnen. Hier auch nochmal ein großes Dankeschön, dass sie sich hierfür Zeit genommen hat. Hallihallo, mein Name ist Hella von Sinnen. Ich bin Schauspielerin, Sprecherin, mache beim Fernsehen Faxen. Und 93, 94 bekam ich einen Fax. Damals gab es noch Faxe. Und da ratterte etwas von Buena Vista durch, ob ich zu einem Casting käme für den neuen Disney-Film. Und dann habe ich vor Glück und Freude geweint, weil ich ein riesen Disney-Fan bin seit meiner Jugend. Und ich weiß nicht genau, wie es dazu kam. Ich weiß, dass ich war die deutsche Stimme ja von Whoopi Goldberg, also Shenzi, die Hyäne, um die ging's. Und Whoopi Goldberg hatte im Original gesprochen. Und ihre immer deutsche Stimme, Regina Lemnitz, hatte entweder keine Zeit oder die haben sich damals schon überlegt, Mensch, lass uns doch mal dufte Comedians casten, dann kriegen wir noch mehr Leute ins Kino. Ich weiß es nicht, ich habe jedenfalls vorgesprochen. Und ich bekam die Rolle und durfte ein paar Tage in München oder in Berlin, weiß ich gar nicht mehr, mit Frank Lennart, dem Regisseur, arbeiten. Und dann gab es irgendwann eine Riesenpremiere. Und da hatte ich dann nochmal dieses Privileg, den Zeichner vom Scar, den Andreas Deja, kennenzulernen und habe den Bierdeckel unter die Nase gehalten. Und er hat mir eine Skizze gemacht und die hängt jetzt fettgerahmt im Flur. Die zeige ich euch aber nicht. Ich sage euch Folgendes. Ja, ich habe erzählt, wie kam ich zu der Synchronrolle? Und ja, was sage ich zum Remake, Kinder? Ich kann es euch leider nicht sagen, weil ich nicht drin war. Ich war aber auch nicht irgendwie in der Realverfilmung vom Dschungelbuch. Call me old fashioned. Ich bin eine alte Schachtel. Ich will meine Originale. Nicht immer, aber eigentlich immer öfter. Ich kenne es nicht. Es tut mir leid, ich kenne es nicht. Ich hoffe, es ist erfolgreich. Ich weiß es aber nicht. Man hat mich auch nicht gefragt, ob ich nicht noch irgendwas mitsprechen möchte. Ich arme. Ja, was löst der Film in mir aus, wenn ich den sehe? Also erstmal schlichte Begeisterung noch, weil ich ein totaler Disney-Film-Fan bin. Ich liebe die Szene mit Scar und den Hyänen, diese Faschismus-Aufmarsch-Szene, weil die auch heute leider wieder so aktuell ist, weil wir überall die Aufmärsche der Faschisten sehen. Und deswegen fand ich das damals beeindruckend, dass sie das mit reingebracht haben, von wegen, dass der Bösewicht auch ein Populist ist, ne? Und alle stramm stehen und bam, bam, bam und im Stechschritt und so. Und das Lied ist toll. Alle Lieder sind toll. Also zum Beispiel, wenn ich alle Lieder höre, großartige Komposition, ich glaube Tim Rice, ne? Und Elton John. Ja, ich kriege eigentlich noch Gänsehaut. Und sie hier, Shenzi. Das Merchandise hat man mir damals geschenkt. Das hat auch bei mir einen Ehrenplatz im Regal. Und es grüßt euch herzlich aus Köln, Hella von Sinnen.
Yes, leonine times are a-changing, which means that hyenas must too. My vision is clear and wide-ranging, and even encompasses you. So prepare for the coup of a century. Prepare for the murkiest scum. Meticulous